Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Total War Warhammer mit dem Yannick. Hi Leute. So, So. Genau, wir waren letztes Mal dabei, die Zwerge hier Platz zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich als Quest hier rein und das einmal plündern. Ja, aber nicht belagern und plündern, genau. Sondern auf den Plündermodus umschalten. Genau, das habe ich ja als letztes Mal den Fehler gemacht, genau. Ach, warte, ich hatte, ja, jetzt habe ich mal wieder einen richtig großen Anfängerfehler gemacht. Ich hatte meine noch auf Ding drauf, auf Marsch. Oh. Egal. Lass es ja noch einmal sich erholen, das ist auch nicht unbedingt schlimm. Ja, des Weiteren kann ich hier meine Goldgrube endlich bauen. Also meinen befallener Goldschacht. Super. Und ansonsten ist meine Armee nicht ganz fast. Vielleicht kann man noch Einheiten rekrutieren. Das ist in der Stellung momentan nicht möglich. Gut. Dann, ja, bin ich eigentlich auch schon fertig. Können wir in die nächste Runde gehen? Jo, wunderbar. Also, ich bin mal gespannt, was wir heute alles machen in dem Part. Auf jeden Fall, ich denke, die Zwerge werden wir hier vernichtet bekommen. Ja, das sollten wir hinbekommen. Bin ich mal gespannt. Also, die Zwerge waren jetzt auch nicht unser Feind. Unser Feind war eher wir selber, die sie nicht hinbekommen haben. Ja, also, ich habe diese Mission erfolgreich durchgeführt. Gab jetzt 800 Gold, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich würde jetzt nämlich hier aus der Region mal rausgehen. Und irgendwie habe ich kaum Reichweite gerade, aber ist okay. Vielleicht bist du schon im Plündern-Modus oder so? Bist du umschalten? Nö, eigentlich habe ich gerade auf Stellung keine. Ach. Ja, witzig. Moment, Clint. Ich muss mich da kurz zurückziehen. Jetzt bin ich nämlich aus dem Bereich raus. Das war gerade ein bisschen verbuggt da. So, dann gehe ich jetzt mal in mein Gebiet und dann greife ich hinten die andere Stadt an und du kannst dich eigentlich dann noch um Eichenhammer kümmern, sobald du dann eine Runde geplündert hast, jetzt gleich. Genau, dann passt es auch. Und jetzt gehe ich hier mal, wobei, nee, eigentlich brauche ich das jetzt hier gar nicht ausbauen. Beende mal die Runde. Genau. Es gab übrigens auch einige Kommentare von Leuten, die uns helfen wollten. Nee, das klingt Leute, schon so traurig. Uns kann man nicht mehr helfen. Ja, eben. Nee, also, warte, was muss ich machen? Überfall, oder? Ja. Okay, so. So viel zum Thema, gell? So viel zum Thema, nee. Uns wurde erklärt zum Beispiel, dass dieses Zerfallen das Gegenstück zum Fliehen ist, weil wir ja regulär nicht fliehen. Und gab viele nette, hilfreiche Kommentare. Manche waren auch nicht nett, aber trotzdem hilfreich. So, Wachstum ist natürlich nicht schlecht. Bin ich eigentlich mit der Runde auch schon wieder fertig? Umso besser. Ja, dann bist du schon dran. Ich spare gerade ein bisschen Geld an, nicht weil ich will, sondern weil ich muss. Ich kann momentan nichts bauen. Bei mir geht es gerade andersrum. Ich verliere jede Runde Geld. Ja, wie erwähnt, kannst du dir immer mal wieder 1.000-2.000 von mir holen. Ja. Ich habe hier übrigens auf dem Handy auch die Kommentare. Zum Beispiel, dass ich die opfernden Zombies hinten gelassen habe, was, ja, gut, taktisch vielleicht nicht unbedingt die intelligenteste Entscheidung war, aber hier kostet es, Aufstocken nichts, oder? Wenn die Truppen eingeschlagen sind, kostet die dann mehr Unterhalt? Nee, ist nicht so. Bei einem Empire, in Empire Total War war das so teuer, da muss man das ja auch noch manuell machen. Stimmt, das war wirklich, da die Armee quasi nochmal 10.000 gekostet, wenn man sie nochmal komplett, auffrischen wollte. Ja, das war ein bisschen uncool manchmal, ja, das stimmt. Jetzt hole ich mir mal hier dieses Gebäude, hier meine Sägemühle, damit ich wenigstens ein bisschen mehr Geld mache. Die macht zwar irgendwie nur 50 mehr pro Runde, aber ist mir jetzt egal. Ja, ich bin schon erfolgreich. Geld. Ja, guck, sie steht. Und jetzt kann ich eigentlich Eichenhammer niederreißen. Genau. Dann haben wir hier ein bisschen Grenzgebiet zu den Orks da drüben, die Chromgipfel haben. Jetzt kann man sowas von auswürfeln. Jo. So. Scheinender Sieg. Super. Beute 184, das war's wert. Ja, niederreißen, weil ausbeuten bringt sowieso nicht viel Geld. Nee, jetzt gerade nicht mehr, weil vorhin haben ja die Orks, haben's ja mal geplündert und dann war ich ja da auch noch da. Das hat ja schon nichts gebracht. Zwerge. Ja. So, ich komme da jetzt nur leider nicht raus, bedeutet, ich krieg jetzt eine Weile Verlust. Das ist nicht schlimm. Wobei, nee, ich kann nicht mehr auf Gewaltmarsch umstellen. Schade. Ich mag den Gewaltmarsch. Aber gut. Genau, bei Manfred von Karstein ist mal wieder auf. Gott. Ich hab's natürlich wieder voll drauf. Hier drüben kommt man den upgraden, genau. Genau, ja. Ich bin nämlich gerade schon ein bisschen am Überlegen, wie wir weitermachen wollen, wen wir als nächstes überfallen wollen. Das müssen wir uns echt überlegen. Das können wir ja gleich mal machen. Oh, fuck. Okay, wir können die Zwerge nicht mehr angreifen. Das sind jetzt nämlich die richtigen Zwerge. Die haben gerade eben eine Koalition gebildet. Oder halt eine Konföderation, meine ich. Ja, genau. Also von dem her.
Gut, das macht es aber halt nicht besser, das macht es nur schlimmer, weil wir wollten ja die da weg haben, dass wir eben einen gewissen Puffer haben. Ja. Ah, okay, mit dem wollen wir jetzt ja erstmal so direkt keinen Streit haben. Ja, eben deswegen. Also jetzt ist Eichenhammer ist jetzt wenigstens Eichenhammer und Zufall. Gut, unser Zwergenkonflikt läuft eh aus. Ich habe jetzt noch verbleibende Runden mit der Führerschaft plus 16 im Kampf gegen Zwerge. Also es läuft jetzt noch eine Runde aus. Mhm. Führerschaft plus 16 ist aber echt viel, oder? Wenn ich gucke, meine Truppen haben plus so 33. Wahrscheinlich echt nicht. Ja, das ist echt nicht schlecht, ja. Quasi so, ich würde 50% oben drauf. Mal hingehen und hier mal kurz reinschauen. Okay, gebt ihr jetzt hier nochmal ein bisschen vampirische Korruption und dann gehe ich jetzt nämlich mal in dieses Nachbargebiet, da wo das Mondland draufsteht, okay? Mhm. Und werde da mal anfangen, so ein bisschen hier unsere vampirische Korruption zu verbreiten. Die dann jetzt hoffentlich auch schon, ja, genau 5% jede Runde momentan. Das geht ganz gut mit diesen, weißt du, mit diesen Vampiren. Ja, ja. Da geht es ganz gut. So, ich schicke jetzt beide dann nämlich in die Richtung mal. Dann schicke ich den hier mal nach Schwarzhafen. Ja, warum kriege ich plötzlich weniger Geld, wenn die Armee in der Stadt ist? Komisch. Genau, und dann fange ich dann nämlich nächste Runde mal an. Hier, oder, ich kann sogar schon diese Runde Wachstum verringern, theoretisch, in dem Gebiet da drüben. Ja, warum nicht? Ja, und dann müssen wir uns nämlich überlegen, wenn du mal kurz auf die taktische Karte oben gehst, oben rechts, ja, ja. Dann müssen wir uns mal überlegen, wo wir jetzt weitermachen. Also theoretisch könnten wir mal diese Leute, die da Stirland heißen, mal angreifen. Wir haben ja gesagt, du gehst Richtung Stirland, ich Ostermark, Richtung Essen. Ja, genau, ist halt jetzt die Frage, wollen wir jetzt getrennt dann angreifen oder zusammen? Das ist halt die Frage. Wie stark sind die? Das steht ja dran. Am besten beende ich mal kurz die Runde, damit die Zuschauer auch die Diplomatie-Statistik sehen, weil sonst sieht man die nicht. Ja. Konzentration, also, ja, das ist jetzt blöd. Also, das blöd. Also hier bei mir an der Grenze ist schon mal eine Fullstack von Stirland. Mhm. Ja, plus die Garnison in der Stadt, also okay, ist gar nicht wenig. Ich hab eben mal geguckt, weil die Ostmark ist tatsächlich nicht schwach. Also die Stärke, wie ich von der... Ja, ich glaube, wir müssen die nacheinander angreifen. Ja, ja, sollten wir echt machen. Können sie nicht gleichzeitig angreifen, das wäre tödlich. Wie ist das? Du erhöhst da mit deinen Vampiren nochmal was? Die Korruption. Geht das? Dass wir keine Verlustrate mehr haben, ja. Aber bei den Zwergen ging das vorher irgendwie nicht so ganz gut. Ja, nee, das, du siehst, wenn du mal auf die Provinz draufklickst, siehst du da so ein komisches Vampir oder so eine Fledermaus halt. Daneben dran ist eine Prozentzahl. Ja, ich weiß schon, aber ich habe das vorher nicht hochbekommen, obwohl ich meinen dastehen hatte. Echt, das ist komisch. Dann hatten sie da vielleicht irgendwelche Gebäude oder so. Das könnte sein. Es gibt nämlich Gebäude, die das reduzieren, aber ist komisch. Aber jetzt machen wir gerade zumindest plus 6% im Nachbargebiet. Und ich würde sagen, vielleicht fangen wir dann tatsächlich auch mit Stirland an, dass ich nicht mehr ganz so heftige Geldprobleme habe vielleicht. Ja, ich finde es nur heftig, hier Gebäude zu bauen. Ich muss jetzt für 250 mehr irgendwie 2000 zahlen, das lohnt sich einfach nirgends. Ja, wobei 250 mehr 2000 ist gar nicht schlecht, das hat sich immerhin. Ja, das. Ich bin halt The Great War gewöhnt, da zahlst du irgendwie 2000 und kriegst dann 500 mehr. Ja, das stimmt, ja. Wobei, also 250 finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Wenn es jetzt nur 50 wären, würde ich sagen, okay, ja, aber 250 ist eigentlich ordentlich. Öffentliche Ordnung ist schon hoch genug. Schafott. Bringt eigentlich nicht viel. Kann man da was rekrutieren? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht, ne. Achso, übrigens an die Zuschauer, falls ihr mal wollt, dass wir uns irgendwie nebenher so ein bisschen unterhalten, beispielsweise über unsere Inkompetenz, wie inkompetent wir sind hier, gell, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, das ist auch mal ganz interessant. Ich überlege mir gerade wirklich, was ich bauen will, weil ich brauche weder Wachstum noch, also Wachstum ist demnächst mal gut, da reißt ich demnächst die Gebäude auch ab. Genau, dann könnte ich ja zum Beispiel, also Wachstum würde ich dann abreißen, wenn du alle Dinge auf höchster Stufe hast. Aber ich muss jetzt nicht noch mehr bauen, weißt du? Nee, bestimmt, ja. Was vielleicht ganz cool wäre mal, damit du da in deinem Hügelgrab auch die besseren Gruppen rekrutieren kannst, bräuchtest du eine Waffenkammer für. Genau, aber dafür habe ich zum Beispiel wenig Geld, das mache ich dann nächste Runde. Ja, okay, wunderbar, dann machst du es halt so, genau. Aber jetzt dann doch mehr Geld ausgegeben, wie gedacht. Das ist so, am Anfang hat man immer zu wenig Geld und am Ende Total War spielen weiß man gar nicht, wo man mit dem Geld eigentlich hin soll. Ja, das ist schon mal eigentlich bitter, gell? Ich finde auch am Anfang sind die Total War Spiele immer relativ, also manchmal relativ schwer und gegen später sind sie so easy immer, das ist leider so, ja. So, ich überlege jetzt gerade, ich weiß ja wieder, was ich bauen wollte.
So, ich glaube, also ich kann gerade gar nicht so wahnsinnig viel machen, muss ich sagen. Das ist nicht schlimm. Wenn du halt Geld brauchst für eine Investition, die sich dann irgendwann mal wieder rechnet, dann gib mir Ja, ich bin Bescheid. gerade so ein bisschen am Durchgucken, während du jetzt deine Runde machst. Kann man das ja schon mal so ein bisschen durchschauen. So, vampirische Gruppen. Nee, das sind die Beziehungen. Ah, da unten 6%. So. Das bringt jetzt irgendwie so gefühlt gar nichts, oder? Immer noch bei 6%. Ja doch, ist gerade wieder um 1% gestiegen durch deine Charakterin Echt, wo steht das? daneben. Da steht 6% und dann steht in grüner Klammer plus 6%. Ja, aber das stand schon da, bevor der da war, oder? Echt? Nee, weil vorhin stand nämlich kurz 6%, also gerade eben bevor der rein ist, standen 5% da. Vorhin standen mal 6% da, aber dann war es irgendwie jetzt gerade weniger schon. Okay, komisch. Ja, müssen wir Also mal war gucken. schon in Ordnung. Ich krieg übrigens 3000 pro Runde, das ist ganz gut. Boah, ich krieg gerade 12, gell? Ja gut, dafür habe ich auch diese guten Truppen da, das muss man halt auch sagen. So, ich habe gerade Blut ist Macht erforscht. Ich glaube auch, dann Schauen wir müsste mal es in bei die mir jetzt auch fertig Zweifel. sein nächste Runde. Vampirische Korruption, Fraktionsweit plus 2 ist super. Macht jetzt bei Muss man mir auch noch mal wenig kurz Sinn, weil ich annehmen. in naher Zukunft nicht Wobei alles ich muss erobern gerade wird. mal kurz gucken, wie heißen denn nochmal diese Viecher da, die ich habe. Wargeists. Ich schau gerade, ob ich da irgendwelche, ups, ob ich da irgendwelche Technologien habe, die jetzt außerordentlich gut verbessern. Hier oben vielleicht. Verfluchte, ne. Ich nehme danach einfach mal ganz Nirgends. Standard das Buch des Arkan. Das ist so für die Standardeinheiten, wo ich das gesehen habe. Ja, hier kann ich meine Wargeists verbessern. Ich glaube, ich gehe jetzt da mal drauf. Ich gehe jetzt auf Denuriratos blasphemisches Bestarium, weil da kann ich dann nämlich nachher animalischen Hunger anregen machen. Dann kriegen meine Wargeists Nahkampfabwehr und Geschwindigkeit dazu und später dann auch Unterhaltskosten reduziert und so weiter und so fort. Und das ist ja gar nicht schlecht erstmal. Genau, also da kann ich die relativ gut verbessern noch mit einigen Boni, vor allem was Rüstung und so weiter angeht, dann sterben sie auch So, nicht so was ist schnell. eigentlich die vampirische Kluft? Wo? Was? Wie? Die steht da irgendwo, dass ich die brauche für eine Einheit. Wahrscheinlich ein Gebäude. Ja, klar, aber welches? Was für ein Typ? Gerade alle durchgeguckt, ich finde es ums Verrecken nicht. Wahrscheinlich im Hauptgebäude. Vampirgruft, meinst du? Ja, das kann auch sein. Ja, die ist in der Hauptkette, also in deiner Hauptstadt kannst du das bauen, im Stufe 4, relativ zentral, neben so einem Buch. Achso. Vampirgruft. Kannst dann Vampire, Schatten und Dings bauen, genau. Ah, ja klar, ich muss erst. Ja. Und ach, du wolltest, für was willst du, für was brauchst du das Gebäude? Spezialeinheiten, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Spukwald oder was? Ja. Beim Spukwald und dann für den Wargulf und so. Ja, genau, ja. Ja. Ich brauche meine Hauptstadt erstmal auf 4. Das bedeutet, ich muss das jetzt wahrscheinlich noch nicht ausbauen. Blutige Hand. Blut ist Macht. Chaos regt sich. Ui, Nicht ja. blöd. Städte ausbauen bringt prinzipiell was. Das machen wir mal. So, jetzt bin ich pleite, aber ich habe ja noch Geld notfalls. Was meinst du, wie lange dauert es noch, bis wieder einfallen? Kann man sich noch ein bisschen Zeit lassen, oder? Ja, ich würde auch sagen, wobei, also wenn du mal deine Truppen so langsam rüberschickst, also kannst du ja mal noch drei Einheiten rekrutieren, sehe Eben, ich weil ich habe gerade. mir überlegt, ob ich sie jetzt rekrutieren soll oder später. Ja, ich Weil. meine, also theoretisch könnte man dann eigentlich schon angreifen demnächst. Also ich brauche nicht ewig Wurzeln. Ich meine, Okay. wenn wir hier das Mondland dann jetzt mal erobern, dann können wir ja mal gucken. Also ich meine, klar, die Korruption ist dann noch nicht ganz oben. Aber ist ja erstmal noch nicht so wild. Also wir kriegen das ja dann auch noch, da gibt es ja auch Gebäude für. Ja, Chaos regt sich, genau. Schau mal kurz mit einer meiner Vampirinnen da drüben, ob bei Wurtbad auch nochmal was ist. Ne, also die eine Armee hier vorne, dann haben wir sie eigentlich besiegt. Aber Okay, was es mich geht ja mal kurz ganz noch fix. interessiert, die sind verbündet mit dem Imperium. Also wenn wir jetzt mit denen in den Krieg anfangen, dann sind wir mit dem Imperium im Krieg. Ja. Ja, das wird spannend. Ich guck mal schön durch bei den ganzen Gut, aber das anderen Ländern. Imperium ist so weit hinten. Also, die sind ja dann.
Ja, die wahrscheinlich, die werden uns nicht permanent auf die Nerven gehen, meine ich damit halt. Uiuiui. Was? Ich überleg gerade, vielleicht ist das Averland ein bisschen besser, erst angreifen. Weil, da unten, also die mit der Sonne. Mhm. Weil bei denen ist es so, die haben keine Verbündeten. Ja, okay. Wäre also gar nicht so ja, schlecht. Ja, mir ist egal, meine Truppen stehen ja eh noch richtig. Mhm. Ich denke, die eine greifen wir vielleicht da erstmal an. Ja, das kann man machen. Wie viele Provinzen haben die? Zwei, wie es aussieht. Also zwei Städte halt, wie es okay. aussieht. Ich sehe es irgendwie nicht so ganz. Ja, ich schicke dann mal auch meine Vampire darüber. Warum auch immer die so komisch laufen. Ja. Na, wobei, ne, will ich gar nicht rekrutieren. Das ist schon wieder mehr Geld. So, Mission erteilt. Stellt eine Armee auf. Was meint man damit? Achso, ich soll eine neue Armee aufstellen. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie viel gibt es? Warum? Ja, ich muss mal gucken. Ich habe es jetzt einfach so weggeklickt. Weil wenn das halt nicht viel bringt, das ist halt echt teuer, weißt du. Kannst oben auf Missionen und Aufgaben klicken. Gibt die Banner-Einheiten-Erfahrung und minus... Ja, aber ich kann mich eigentlich schon eine zweite Armee leisten. Ich habe 3000 Einkommen. Ja, aber ich weiß nicht, gar nicht, ja. Weil ich die Kosten dann halt weniger Kommandant rekrutieren, gell? Ja. So, Nahkampfangriff für Todeswölfe und Vampirfledermäuse. Feindliche Führerschaft minus 2. Eigene Führerschaft plus 3. Ich habe das mit der feindlichen Führerschaft minus 2, dass die schneller fliehen, weil der andere hat noch einen Malus auf. So. Hebt die Banner auf 4 Runden. Das bedeutet, ich muss jetzt in 4 Runden so viele Einheiten wie möglich rekrutieren. Ja, kannst du gerade bei Manfred schon mal anfangen zum Beispiel. Stimmt, danke. Macht mehr Sinn. Was sollte ich, was empfiehlst du denn? Oh, ich kann jetzt meine Vampirfledermäuse und die Todeswölfe holen und Wahrheit. Die hatte ich noch gar nicht. Das waren doch die Fliegenden, gell? Ja. Waren die gut? Ja, die sind schon gut eigentlich, ja. Also kannst du auf jeden Fall mal noch ein paar Einheiten nehmen, weil noch mehr Skelette oder so brauchst du eigentlich nicht. Eben, Vampirfledermäuse, die waren auch. Ja, komm, nehmen wir zwei davon. Ach komm, ich habe jetzt drei Einheiten, ich habe noch die Todeswölfe, kennst du die? Ja, aber... Weiß nicht so, oder? Weil die sind auch ziemlich billig. Ich würde vielleicht mal so ein paar Wahrgeist rekrutieren. Ja, die brauchen aber zwei Runden, bis sie fertig sind. Ja, ist nicht so wild. So, die haben jetzt irgendwie ein bisschen weniger gekostet und haben gleich eine Erfahrung. Hast du eigentlich Erfahrung damit, wie viel die Erfahrung hier bringt? Nö, aber das lässt sich ja relativ schnell gleich vergleichen, mal geschwind. Also ich meine, ich habe jetzt hier, ne, habe ich nicht, wobei doch, Moment. Also es ist so, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Speerkriegereinheit, also Speerträgereinheit, die hat eine, hat zwei Silbererfahrungen und hat jetzt hier Führerschaft 50, Nahkampfangriff 18 und Nahkampfabwehr 36. Ach, was und denn eine mit auch? Weniger hat 48 Führerschaft, also eine mit drei Bronzeerfahrung. Ja, ich sehe es gerade eben. Also jetzt ein bisschen was bringt schon, jetzt nicht übertrieben. Deine Truppen sind voll erfahren, oder? Die haben ja auch schon ein bisschen gekämpft. Ja, meine sind noch alle null, also gar kein Level. Mhm. Stimmt, das war ja nur diese eine große Schlacht im Endeffekt und die haben wir ja mit dem General und diesem anderen da, mit dem Wargulf. Also du hast die ja geschlagen, mehr oder weniger. Ganz am Anfang, wo wir so Pech hatten, weil ich meine Truppen zu nah reingestellt habe. Ja, also die Gegner haben in Averheim ihre große Armee, wie es aussieht. Mhm. Genau. Also wäre ganz cool, wenn du noch deine Vampirfürstchen auch noch rüberschicken würdest, die nächste Runde. Du bist gerade noch dran. Ja, ich weiß. Ich stelle schon mal meine Armee da draußen hin. So. Ich klicke immer die Mission weg, weil ich überhaupt nicht mehr gewohnt bin, mir die durchzulesen. Rekrutiert folgende Nahkampfkavallerie. Natürlich die Frage, was hier unter Nahkampfkavallerie fällt. Ich glaube, die Werwölfe. Wölfe meine ich. Ah, tatsächlich, aber man muss den nicht entsenden, also der erhöht es so oder so allein durch die Anwesenheit. Ja, das stimmt. Ja, das andere macht nur ihr Wachstum niedriger in der Stadt. Also in dem Gebiet halt. Beides fällt unter fliegende Monsterinfanterie. Ich habe aber gar keine. Normale Kavallerie, allerhöchstens Bestien, aber... Ja, auch die Todeswölfe, nicht? Doch, die Todeswölfe. Komm, rekrutieren wir mal einen Todeswolf für die Mission.
Ansonsten gucke ich mal kurz noch in mein Focus-Tree, was ich da reinkrieg. Skelett-Speerträger und Skelett-Krieger wäre das nächste. Skelette und Zombies. Skelett-Speerträger und Skelett-Krieger. Ja, die kann ich. Na komm, dann bauen wir da ein paar Skelett-Speerträger und Krieger rein, weil auf die kriege ich später noch Boni. Sind ja auch recht billig, so als Hauptteil der Armee. Ich weiß auch nicht, was da besser ist, deswegen mache ich das mal recht gleichmäßig. So. Mal gucken, ich will es auch nicht übertreiben, nicht, dass ich von heute auf morgen, ja, kein kein Geld mehr bekomme. Das wäre natürlich auch blöd. Das stimmt, ja. So, jetzt muss man mal schauen. Gut, das ist natürlich die Frage. Also, jetzt haben die da oben noch ihre Armee. Jetzt würde ich mal sagen, dann warte ich mal hier noch ein bisschen. Ja, nicht, dass wir dann, nicht, dass die dann da kommen und mich angreifen und platt machen. Ja, das wäre ja nicht so schön. Ja, ich habe empirische Korruption inzwischen. Okay, 5%. Ich glaube, ich gehe mal hier erst drauf. So. Gut, okay, ja. Technologie erforscht, genau. Geht er bitte nach? Ich krieg Chaos Korruption plus 4 für 3 Runden. Ja, das, ja, Aber dafür dann, kriege ich aber das. 3000 Geld. Ja, ich hatte die Frage, ob du das willst. Also. Ja, die geht ja wieder weg bei uns automatisch, oder? Automatisch weiß ich jetzt Ja, ich nicht kann notfalls mein hundertprozentig. Ding zurückziehen, da steht nach 3 Runden wieder weg. Das stimmt, ja. So. Stimmt, die können ja Leute bestechen und so, gell? Das ist ja denen ihre Fähigkeit. So, jetzt muss ich das schon mal auf 4 bekommen, aber dazu habe ich zu wenig Bevölkerungsüberschuss. Dauert auch noch eine Weile. Generiertes Einkommen 250 mehr für 4000 rechnet sich. Ja, das dauert ewig, bis sich das rechnet, oder? Ich investiere es, glaube ich, trotzdem, weil die Kampagne wird ja noch eine Weile gehen. Eben, so muss man das auch immer sehen, manchmal bei manchen Investitionen, ja. Habe ich jetzt in meinem Third-Age-Projekt auch ganz doll gesehen, dass manchmal sogar 5 Gold oder sowas mehr bringen. Wenn man halt ein paar hundert Runden spielt, so gefühlt, gell, dann So, klappt das. das Banner habe ich noch 2 Runden. Das bedeutet, ich kann das hier jetzt noch voll machen. Oh, Fluchritter. Nehmen wir die mal wieder raus. Nehmen wir mal Fluchritter rein. Ah, da habe ich normale Kavallerie. Ja, mal gucken. Verfluchter mit 2 Hand. Das sieht auch ganz nett aus. Was sind das für Truppen? Ah, wahrscheinlich ist gerade eben irgendwas fertig geworden, deswegen hochgeht. Was Hast du erstmal. deine Dings gebaut? Hast du eine uralte Waffenkammer Ja, gebaut? Ja, wahrscheinlich, dann daran liegt's. kommt es daher. So, aber jetzt kriege ich wahrscheinlich auch noch mein. Genau, die uralte Waffenkammer ist fertig. Jetzt kriege ich auch noch andere Einheiten. Mein Banner hält auch. Ich habe noch Geld. Genau, Technologie, das wollte ich noch machen. Ah, wobei, ich sollte die vielleicht jetzt noch nicht rekrutieren, wenn ich die Boni erst später bekomme. Dann werfe ich die vielleicht nochmal raus und rekrutiere jetzt nur die Spezialeinheiten. So. So Reicht. abartig, was Drakenhof bei dir alles an Kohle einnimmt. Tja, richtig so krank. gut. Ich kann beinahe 2 Fullstacks verhalten. Okay, wahrscheinlich 1,5 Armeen. So, ich würde sagen, kann eigentlich nichts machen, so wirklich. Ja. Wir können jetzt auch ein, zwei Runden schnell durchlaufen lassen, weil ich dann einfach weiterdrücken. Gut, Konzentration auf Kavallerie. Rotierungsgrad von Kavallerie. Oh, 25% weniger. Ich glaube, dann wird jemand noch 2, 3 Einheiten Kavallerie, wenn die eh schon so viel günstiger sind und Erfahrung kriegen. So, mehr wie 4 braucht man nicht. Ja, stimmt, ja. So. So. Gut, dann gehe ich auch in die nächste Runde. Ich bin mal gespannt, wie unser Angriff da dann läuft. Ja. Deine Dings sind jetzt dann auch rekrutiert, gell? Ja, die Ich soll sind ja längst Ostmark fertig. den Krieg erklären, ja, wunderbar. Sind ja die da oben bei dir, weißt, Ja. essen und so. Aber das wollen wir jetzt eigentlich ja nicht machen. Nee. Bei mal gucken, wie schnell wir die da kaputt kriegen.
Wird ja nicht lang dauern, oder? Ich schätze mal, sind wir in 3 Runden durch. Ja, wenn muss, wenn alles gut läuft, dann ja. Du kannst ja jetzt schon mal. Ja, okay, dann schicke ich jetzt mal meine Truppen zu dir rüber. Ich kann vielleicht die Armee, die ich hier habe, direkt mal hochschicken Richtung Ostmark, meine zweite. Das ist eine gute Idee. Okay, ja. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass sie dieselbe Ding bekommen, aber es sieht nicht so aus. Ne. Aber theoretisch könntest du ja auch 600. Mal hingehen und mit deiner Camilla von Karstein, also dieser Vampirfürstin, mal hochgehen und schon mal gucken, wo die Truppen von der Ostmark sind. Weißt du, so stimmt. Schon mal ein bisschen reingucken. Dauert nur eine Weile, bis die da oben ist. Aber wobei nicht mal, die kann ja ultra weit laufen. Ja. So, aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Wir sind bei 25 Minuten, fast 26. Ja, das passt. Gut, dann sind wir jetzt nicht so, wobei doch, die Zwerge haben wir da ausgeschalten. Aber wir haben auf jeden Fall mal einen Plan. Ich habe meine zweite Armee. Ich muss mich nicht mehr jede Runde drum kümmern, wie ich mein ganzes Geld loswerde. Ach, wobei, hier könnte ich noch eine Sache bauen, weiß bloß nie was. 100 Einkommen für 1000, das ist nicht mal schlecht. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich... Ich würde sagen, das mache ich im nächsten Part. Wenden wir den jetzt erstmal. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.